Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Timespinner. Wir wollen uns ein bisschen in der Gegenwart umschauen. Zum Beispiel der Gang hier nach oben. Kennen wir auch noch nicht. Oh, D-Zugang haben wir schon. Das ist ja super. Ach, guck mal, viel Zeus hier. Hätte direkt hier hinkommen sollen. Ether. Und noch einen goldenen Ring. Und ein Gold Necklace. Sehr schön. Braucht die denn nochmal zum Verbessern? Die braucht ja nur die Gegenstände, ne? Sonst nix. Hilfe. Oh. Das da drüben sieht gut aus. Was könnten wir gebrauchen? Komme ich jetzt auch natürlich noch nicht dran, ist klar. Auch die Frage, wo finden wir das? Man ist jetzt ja doch die... ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wo finden wir zum Beispiel den Doppelsprung? Muss ich jetzt erst hier in der Gegenwart weitermachen oder in die Vergangenheit reisen, um den zu finden? Nicht, dass ich jetzt in einer komplett anderen oder komplett in Anführungsstrichen falschen Zeitzone jetzt erstmal nachschaue und hier vielleicht gar nicht Wichtiges finde. Das ist ja möglich. So, ein Pfeil über Lakim. Lakim is the moon of the gas planet, gas giant planet Coranda. It is the only life-bearing planet in the solar system of Parat Ankh. Ha. The planet's atmosphere is made of breathable air and has a ozone layer and magnetic field that protects it from Coranda's radiation. Lakim is the home world of the Lakim Empire. Since the Velocom space travel technology in 928 AE, the Empire's benevolent reach has spread throughout the Urnif galaxy. Das ist schön, dass sie sich überall breit machen. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Vindaria. Windaria is a small pastoral planet in the Urnir galaxy, whatever. The exoplanet has first discovered by the Lakim scientists in 869 AE via high-power telescopes. In 1032 AE, the Imperial spaceship Ambition made a successful voyage to Windaria, but remained in orbit in order to study the planet and its civilization from afar. After several months of research, it was deemed prudent to make contact with intelligent inhabitants of the planet. The Vindarian natives proved to be peaceful and eventually a successful trading agreement was established between Lakim and Vindaria. The Empire now freely trades technology with the Vindarians in exchange for their natural resources. Despite a few minor rebellions, the Empire's relationship with Vindaria is considered to be very positive. Soul Scanner displays the names of foes when they are hit. Na, also. Haben wir zumindest das schon mal. Das wird dann vermutlich automatisch ausgerüstet. Das ist der Soul Scanner, genau. Nice. Da oben ist jetzt aber noch ein schwarzer Punkt. Das gefällt mir nicht. Waren wir schon? Da können wir rein. Na, was ist das hier? Sollten wir dem vielleicht die Karte wiedergeben? Weiß ja nicht. Fragen wir ihn mal. Hello again. I hope you're enjoying the wealth of historical knowledge that the library has to offer. Ja, ja. Zeig mir die Karte. Wenn wir ganz komplett hier nach rechts durchgehen. Achso, hier ist übrigens der Bereich, den wir aufgedeckt haben in der letzten oder vorletzten Episode, weil wir da eine Map gefunden haben. Ganz nach rechts seht ihr hier. Da geht's noch weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hin. Ach ja, hier, lustig. Halt, das kaputt machen, mitnehmen. Mal wenigstens, wie die Gegner heißen. Autsch. Achso, ja, da konnte ich genau die Richtung ändern. Naja. Naja, schneller entlang kommt. So. B-Zugang habe ich noch gar nicht. Verdammt!
wollte schon gerade sagen, wir können sie benutzen. So, in einem Bereich hier sind wir ja auch noch nicht vorgedrungen. Guckt mal hier. Ja. Oh. Silence Memory, Nomads. Silence Memories of her migrating clan. We move regularly. The Lakimi still search for relics of the ancients. They have colonized the cities, take our planet's resources into the sky on their ships, but they are mostly peaceful. Still, we cannot allow them to find the Time Spinner, and so we cannot let them find us. It's been 8 years since they arrived on Vindaria. It's been hard on us. A few elders have passed away. The stress of moving so often too much for their old bones. Okay. And there have been more messengers. Free now. Where once generations would pass without the arrival of a messenger, now we fear more every day. Okay. Each time we complete the circle, we hear their story and they hear ours. We welcome them back into the clan. They find new families, but the futures they reveal are always grim. The grief in their eyes permanent. We train more messengers now, too. We don't know how many we will need, and we can never allow a time messenger to go more than once. It is dangerous, mentally, spiritually. The journey is a sacrifice of your history, your past existence. We will need fresh blood in the clan soon. Some of the women have planned journeys on the city, hoping to become mothers. Okay. We need supplies too, and I have volunteered to trade. I'm curious about the Lakimi, about why they want this time spinner, or if they even know about it, especially Kaliki, you know, whatever. The trip isn't long. There are other time messengers who will remain while I'm away, younger ones than I, with fewer ties to the clan. A small part of me still longs for a chance of adventure, and a greater part would spare these children their heavy burden, but mostly I dread my duty and hope I won't be needed. Ja, schon interessant. Das, ja, das ist natürlich immer eine Frage nach der Sicht der Dinge. Ne? Während die Lakimi sagen, ja, hier gute Handelspartner und alles, Taco. Sehen die das natürlich vom Clan ein bisschen anders, weil sie halt das Geheimnis von dem Timespinner beschützen wollen. So, was war hier nochmal? Hier war der Timespinner an sich, oder? Ja gut, dann hat man den benutzt und der ist jetzt weg oder so. Kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber wir können ja auch so in der Zeit reisen, hin und her durch die Portale, von daher ist das egal. Ja, fahren wir mal einen nach unten. Dann müssen wir mal ganz rechts durchgehen. Ach, die Spinnies, genau. Dann will ich nämlich mit dem Aufzug hier in die Maruna fahren. Einfach vorbeilaufen, erwischen die dich auch, die Viecher. So, schauen wir nochmal. Genau. Speicher, Raum, mitten im Aufzugschacht. Können wir hier gar nicht mehr dran erinnern. Achso, hier, genau. Schwupp. Ach, hier können wir wieder nicht weiter, ne? Da fehlt uns der B-Zugang. Sehen wir irgendwo, welchen Zugang wir schon haben? Glaube nicht, ne? Ja, wir können ja noch ein bisschen nach unten fahren. Das geht ja auch. Haben wir den A-Gang zu? A-Zugang schon? Nein, auch noch nicht. Na super. Weiter runter. Hier.
Oh. Die Erinnerung von Farron. Wer war denn Farron nochmal? Haben wir, glaube ich, auch getroffen im Dorf, ne? Kann das sein? He arrived at night, running, panting. The village bowed quickly when we heard another messenger had come. Take your time, Mother says, as the clan gathered around. She is old now, the clan mother, leading off the circle of elders, which grows smaller every day, every year. My name is Farron, he says. They found us. We were performing rites at the Time Spinner. They must have been spying on us. We had no warning. Suddenly he starts crying. Mother puts his calming hand on his shoulder. They attacked us, killed those who resisted. I was the only Time Messenger who could get away. I wasn't supposed to go, but with the family, but I was the only one. He sobs. Please, is Gianna here? Gianna's sister? Nein. The villagers are all around us, listening. Gianna steps out of the circle. He sees her and runs to wrap her arms in his arms. Oh, Gianna, you are safe. She is stiff. Her two husbands and a daughter stands behind her. Die hat zwei Ehemänner? But she hugs him. Okay. We were married? We had a son. I'm sorry. Mother stands slowly. We must prepare to leave. But we will complete the circle soon after. Farron, I advise that you take some time to gather your thoughts. As should you, Gianna. You will be welcome back to the clan. Ja, das ist auch übel, ne? Kommst du irgendwo anders hin, an einer anderen Zeitlinie und triffst jemanden, mit dem du verheiratet bist, den du liebst, aber der kennt dich nicht. Schlimm. Farron and will always have a family in us all. However, it will be up to Gianna if she will have you. Your sacrifice was especially great and this process will take time, but that is precisely what you have brought us, Farron. He nods shakily. Thank you. Mother turns to Kaelin. Es ist schon viel Story im Spiel drin, muss man sagen. Ungewöhnlich für Metroidvania. Our lead scout. We must have scouts in the woods at all times, so Lakimi cannot be allowed to find us. Tomorrow we move on. I put my hands to my belly, already growing larger. I can't imagine leaving a child behind in another path of history. I hope I will never have to act as a time messenger now. I wonder if I have a choice. Essence crystal? So, genau, ja. Einfach wieder, um die Gegenstände zu verbessern. Hier wieder den Ring und die Necklace. Ja, schon gut. Hier haben wir ein Portal. Halt, Moment. Geht's nach rechts weiter. Ja, sollen wir mal drauf achten. Military Hangar. Damn it, there's no way I'm going to be able to get in there. And find the Emperor. Now what? Time, Lunais. Change time. Yeah, if the Lakimi don't win the war 1,000 years ago, maybe they won't be as strong now. And then I can come back with those time gates and get my revenge while he's weak. Also, die in der Vergangenheit besiegen, damit sie schwach sind. Wenn ich davor laufe, sterbe ich dann? Nein, verliere nur Energie. Ja, gut. Das klingt zumindest schon mal nach einem Plan. Deswegen ist ja auch direkt ein Time-Portal. Wieder kein Zugang. Ist ja doof. Hier oben waren wir gerade schon. Kann ich auch mich dahin zurückbeamen lassen? Das geht, glaube ich, auch, ne? Da können wir nicht zumindest dann in der nächsten Episode den Bereich hier erkunden. Sollte gehen. Ja, das geht. Problemlos. Aber gehen wir erstmal dahin zum Speicherpunkt. Können wir speichern und dann können wir beim nächsten Mal den Bereich aufdecken. Also, Plan ist klar. In die Vergangenheit reisen. Dann früher oder später. Die Lakimi da besiegen. Und dann in die Gegenwart zurückreisen, wenn der Imperator schwach und verletzlich ist. Und dann werden wir ihn niederstrecken. Oder da einfach runterwerfen, so wie bei Star Wars. Ihr wisst, was ich meine, da vom Todesstern. Da diese 800 Etagen tief.
Naja, das war's für heute von Timespinner. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.